So, bin gerade angekommen hier an meinem Bienenstand. Und jetzt wollte ich mal gucken, insbesondere bei der Nummer 1, wegen der Temperaturspitze. Aber vielleicht haben sie ja wirklich nur das Futter aufgewärmt, aber komisch ist es schon, weil der Fühler ziemlich unten ist, also unten in der Mitte. Ich glaube, da ist eigentlich nicht so viel Futter, aber vielleicht machen die dann den ganzen Raum warm. Keine Ahnung. Schauen wir gleich mal als erstes. Muss ich mir erstmal durch die Brombeeren kämpfen hier. So. Machen wir Licht an. Licht das an. Sieht alles gut aus. Da liegen noch nicht mal Tote, so wie ich das jetzt gesehen habe. Licht ausmachen, Strom sparen. Dann gucke ich mal bei den anderen. Da liegen ein paar, aber alles in Ordnung. Geh ich mal rum und kontrolliere gleich mal alles. Ich war ja, wie gesagt, schon lange nicht mehr hier. Da ist gar nichts los. Also keine Biene, die da irgendwie rumliegt. So, was haben wir hier? Hier liegen ein paar Bienen, aber die haben auf der kompletten Breite haben die ein Flugloch. Also der hier noch nicht. Und hier, dann nimmt man so. Ach, das Licht ist noch an. Merke ich gerade. Ja, hier das Volk war ja das mit den vielen Milben. Sieht aber auch gut aus. Hier liegen ein paar Tote. Auch unauffällig. Jungvögel, hier kommt Wasser vorne raus. Glaube, alles feucht. Ach, da liegt auch noch. Die Varroa. Schüssel drin. Ich halte mal mein Ohr dran hier. Also wir sind am Summen. Vielleicht hört man es ja. Alles frei. Gut. Hier dasselbe, auch alles frei. Mal horchen. Ja, ganz ruhiges Brummen. Das ist schön. So, dann haben wir den noch hier. Auch unauffällig. Ja, und die Topperhäufe ist ja nichts zu gucken, weil die das Flugloch ja oben haben. Aber morgen soll es ja richtig warm werden. Da werde ich dann mal nach Futter gucken, ob sie alle Futter haben.
Gut. Gucke ich nochmal. Ach genau, ich gucke nochmal auf die Schubladen. Hier wird die Nummer 1 hängt. Oh, da sieht man vorne. Ja. Das kann schon sein dann. So, Milben sehe ich gerade keine. Die werden schon wieder an der ersten Brut sein. So, horchen wollte ich auch mal. Ja. Gut. Nur zwei. Oh. Eine Boje. Hier, da sehe ich ein paar Milben. Und da sind schon wieder das Wachsschub. Nee, oder? Schimmel oder sowas. Gut, mache ich dann nochmal sauber zum Schluss. Ach, wie schön. Paar Milben. Eine. Das sitzt schön in der Mitte. Na gut, durch die entnommenen Randfarben bleibt denen ja auch nichts anderes übrig. Gut. Jetzt nochmal hier, habe ich auch nochmal zwei, wo ich gucken kann. Oh, guckt euch das an. Schön dunkel. Das alles gut ist und Milben sehe ich. Hier sind ein paar Milben drauf. Aber das interessiert mich nicht. Gut. Ich mache gleich sauber. So, und die letzte. Die Milbenschleuder. Ja, jetzt natürlich keine. Doch da. Aber schön. Upsala. Ich auch sauber. So, dann das soll es mal gewesen sein. Seit langem habe ich mal wieder nach den Bienen geguckt. Wie sieht es bei euch aus? Ihr, bei dem Wetter guckt ja wohl jeder, glaube ich. Bestimmt morgen. Dann kommt übermorgen wieder ein Haufen Videos. Erste Frühjahrsdurchsicht. Nee, kann ja nicht sein. Gut. Alles klar. Dann, jetzt mache ich auch mal ein bisschen Werbung hier mit Däumchen nach oben, ne? Und abonnieren tut nicht weh und so. Vielleicht kriege ich ja auch mal die paar mehr. Gut, alles klar. Ciao, ciao.